aufhübschen für den großen Abend. Dominik macht sich fertig für die Single-Party heute. Ganz alleine schafft der geistig und körperlich behinderte 25-Jährige das nicht. Ja, das brauchen wir jetzt bitte. Ein Betreuer aus der Einrichtung, in der er lebt, hilft deshalb mit. Muss der Schicksal heute Abend. Ja, genau. Auf eine Party gehen ist für Dominik etwas Besonderes. Weil er behindert ist, kann er nicht wie andere junge Leute jedes Wochenende in die Disco. Allein kommt er nirgendwo hin. Hey Dominik, wow, schick sieht's aus. Er braucht immer einen Fahrservice und den übernimmt heute eine Diakonie-Mitarbeiterin. Was erhoffst du dir denn heute Abend von der Single-Party, Dominik? Nee, das Mädchen kennenzulernen. Warum? Weil ich einfach jemanden kennenlernen will. Das wollen offensichtlich noch andere. Der Andrang bei der Kennenlernparty ist enorm. Und Dominik wird immer nervöser. Etwa 100 behinderte Menschen aus dem ganzen Landkreis wollen hier ihre große Liebe finden. So, einmal. Ah, wunderbar, auch mit Hemd. Sehr schick. Tobias Kapp von der Diakonie Stetten organisiert den Event seit Jahren. Primär geht es einfach darum, dass die Leute Spaß haben und dass sie einfach andere Leute kennenlernen. Ob das jetzt rein auf freundschaftlicher Basis ist oder ob sie sich verlieben, das ist eigentlich jetzt kein Muss. Ich kenne auch mehrere Pärchen, die noch zusammen leben, die sich hier auf der Party gefunden haben. Und dann finden wir heute eine Frau für dich, oder? Ja. Wunderbar. Dominik geht die Sache offensiv an. Na? Na? Baggern, tanzen, Spaß haben. Darum geht's bei der Single-Party. Warum sind Sie heute hier auf der Single-Party? Um einen Mann zu suchen. Warum? Weil ich so alleine bin. Kennenlernen, neue Frau suchen. Party macht Spaß. Party, yeah. Voll cool. Ja, weil ich vielleicht auch noch einen Freund haben will. Glaubst du denn, dass du heute Abend noch die Frau fürs Leben finden wirst? Vielleicht ja. Ich kann ja nachher mal gucken, ob ich einen Brief habe. Einen Liebesbrief natürlich. Die gibt's an der Liebeswand. Und Liebesengelchen Victoria hat auch gleich verschiedene Flirtvorschläge im Angebot. Zum Beispiel hier, hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist, weil du siehst aus wie ein Engel. Also es sind so, ja, Tarnmachsprüche. Die Party rockt. Und die ersten Gäste sind auch schon fündig geworden. Dominik schaut sich noch um. Und sie? Die 22-Jährige hat sich schon jemand ausgeguckt. Ist denn schon jemand, der dir ein bisschen gefallen würde? Ja. Wen denn? Den Gaumen. Und da kommt die Liebeswand ins Spiel. Dominik hat Post. Und macht sich auf die Suche nach der Absenderin. Dominik, hast du irgendeine Ahnung, von wem dieser Zettel sein könnte? Ja, aber ich bin Single. Bist du die junge 14? Ja. Ja? Wollen wir nachher mal tanzen? Na, das hat ja ganz gut funktioniert mit Dominik und der Single-Party. Und wir lassen die beiden jetzt einfach mal ihr Glück genießen. Blue Ridge Mountain, yeah.